ist Schmerz. Sehr häufig ist in den Köpfen der Leute, dass eine Verletzung stattfindet und das gibt den Schmerz. Und wenn man keine Verletzung hat, dann hat man keinen Schmerz. Jetzt haben wir aber ein Problem. Sie mögen sich vielleicht erinnern an den blauen Fleck, den sie plötzlich an sich entdecken. Und sie wissen gar nicht, woher sie den haben. Das heisst, sie haben eine Verletzung an ihrem Gewebe gehabt, aber sie haben gar keinen Schmerz gespürt. Oder plötzlich finden sie Blutspuren an ihrem Papierli, bis sie realisieren, oh, ich glaube, ich habe mich geschnitten, aber es tut erst weh, dann, wenn sie es sehen. Das Umgekehrte findet aber eben auch statt. Gar keine Verletzung im Gewebe und Schmerz. Und jetzt erkläre ich Ihnen, warum das überhaupt möglich ist. Das Ganze muss man vorweg nehmen, ist natürlich sehr ein komplexer Prozess und wir verstehen immer noch nicht ganz genau, wie das überhaupt alles funktioniert. Aber was wir wissen, ist, dass Schmerz nicht nur einfach mit dem körperlichen Zusammenhang von der Struktur her, sondern dass wir drei verschiedene Komponenten haben, die ganz wichtig sind. Und zwar haben wir das Biologische, den effektiven Schnitt in unserem Finger. Wir haben aber auch den psychologischen Faktor. Was der Schnitt für mich so bedeutet, habe ich schon mal so einen Schnitt gehabt, ist der Schnitt bedrohlich für mich oder nicht? Und dann auch soziale. Sehr viele Leute sind natürlich irgendwo in einer Position, zum Beispiel der Stärkste in der Klasse und der ist immer der Beste und der Stärkste. Und plötzlich hat er eine Verletzung und ist ganz schwach und er verliert seine Position als Stärkste in der Klasse. Das sind alles ganz viele Prozesse, die ja im Hirn stattfinden. Und darum ist der Schmerz auch nicht etwas, das hier vorne, wo ich mich geschnitten habe, stattfindet, sondern etwas, das erst in meinem Hirn ausgerechnet wird und nachher den Schmerz produziert oder eben auch nicht. Ganz viel zu dem Thema, wenn Sie sich interessiert, wenn Sie vielleicht auch chronische Schmerzpatienten sind oder viel mit Schmerzen zu tun haben, findet sie in dem Buch «Schmerzen verstehen» von Lorimer Mosley und David Butler. Da ist es wirklich sehr einfach erklärt und sind auch ein paar Strategien dabei, wie sie mit dem Ganzen umgehen können. Wir als medizinisches Personal versuchen sie natürlich in diesem Prozess zu begleiten, auch ihre Ängste zu nehmen, die sie im Zusammenhang mit Schmerzen haben. Gerne erklären wir ihnen auch immer, was da alles im Körper vor sich geht, damit man das besser nachvollziehen kann, weil das gibt einem nachher auch eine viel bessere Sichtweise auf seinen eigenen Körper. Und schlussendlich führt natürlich alles wieder darauf zurück, Bewegung. Und wir zeigen ihnen auch, wie sie sich wieder neu lernen zu bewegen, wie sie sich weiterhin bewegen können und vor allem, dass es dabei auch immer noch Spass macht.